Moin in die Runde, da ist er wieder, der Bauer aus der Mark aus Potsdam, der gestrigen LSV-Veranstaltung zurück. Wir waren beim Agrarausschuss ohne Handschellen. Und dank an die Polizei, die waren sehr tiefenentspannt da gestern. Und wir wurden vom Agrarausschuss, von den Mitgliedern des Agrarausschusses empfangen, von Lars Hünig, AfD, Frau Wernitz oder Wernicke von den Freien Wählern. Danke für die Worte. Auch Johannes Funke hat gesprochen, dann war Wolfgang Gröck da und Thomas Dommels war auch dabei. Aber was mir aufgefallen ist, da hat noch zwei Farben gefehlt. Dieser Schwarz und Grün haben noch gefehlt. Ist auch der Zeit geschuldet, war ja auch sehr früh die Veranstaltung. Vielleicht haben die ja noch verschlafen, kann ja manchmal sein. Oder haben auch beim Bäcker angestanden, weil da schon die Regale leer waren, weiß man nicht. Aber darum ging es ja in dieser Veranstaltung, darauf hinzuweisen, dass wir in unserer Produktion gehemmt werden. Photovoltaik und alles Mögliche und Pflanzenschutz reduzieren und so weiter. Dünger reduzieren, Dünger hat sich sowieso erledigt, gibt bitte ja nicht. Und aber Informationen. Das hat auch den Leuten da gezeigt. Also wir hatten ja auch Gäste da aus der Stadt, die interessiert waren. Und jedenfalls Politiker hat gesprochen, die Landwirte haben gesprochen, unter anderem auch eine Schäferin hier aus dem Landkreis, die Camilla hat gesprochen. Und ich soll wirklich sagen, da waren Menschen bei, die haben die Taschentücher gezückt. Nee, nicht weil sie winken wollten. Die waren zu Tränen gerührt. Wo die Frau fertig war mit ihrer Rede, waren die Leute fertig, nervlich runter. Die haben sich die Tränen wegwischen müssen. So knallhart ist die Realität. Und dass das zum Beispiel nicht berichtet wird, das ist das, was mich so ein bisschen stört. Im Vorfeld wurde hier ein Artikel in der Zeitung gestellt, der berichtet hat, Zahlen, Daten, Fakten, warum die Bauern da hinfahren und so weiter. Und dann war in den Nachrichten, war 16 Uhr war der Artikel noch drin im Fernsehen und im 19.30 Uhr zu den Hauptnachrichten war der Artikel nicht mehr zu finden. Ist vielleicht dem grünen Stift zum Opfer gefallen. Denn die nächste Sache war der Artikel, der heute in Potsdam in der Zeitung, in der Tageszeitung ist, in einer Großstadt mit 100.000 Einwohnern. Zwei Bilder, drei Spalten und vier Zeilen. Freunde, ist das Information? Ist euch der Bleistift abgebrochen? Kann ja wohl nicht sein. Freunde, Informationen sind nicht nur so ein paar Worte, dass wir da waren. Warum wir da waren, was demnächst passieren wird, wenn wir noch weiter gedrückt und gequetscht werden. Dass manche Bauern nicht nur das Wasser bis zur Oberkante Unterlippe steht, sondern bis zur Unterkante Oberlippe steht, dass die schon blubbern. So was muss da hin. Und nicht Hallo, Tralala, sondern knallharte Fakten müssen dahin. Information, so stelle ich mir Journalismus vor. So wie das hier zum Beispiel im Küritz gemacht worden ist. Das wäre mal nicht schlecht. So, aber, dann war Henrik Wendorf vom Bauernverband, der Präsident des Bauernverbandes Brandenburg war da. Henrik, wir sehen uns. Dann waren, wir hatten auch die Möglichkeit mit Leuten zu diskutieren oder zu informieren. Und ich denke mir, das war eine gelungene Auftaktveranstaltung. Und wenn wir das nächste Mal kommen, informieren wir euch. Ein bisschen mehr, ein bisschen früher. Na, früher war ja, geht ja bald gar nicht mehr. Aber dass wir hoffen auf euch als Stadtbewohner, dass ihr uns als Ernährer anerkennt. Auch wenn wir manchmal böse Bauern sind, die vor euch her tuckern und nicht schnell genug fahren. Bis denn, der Bauer aus der Mark.